herzlich willkommen! Liebe Freunde in Europa! Danke, liebe Freunde! Servus, danke! Mir ist heute aufgefallen, es war jahrelang eine Floskel im Rahmen der Eurovision. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und jetzt hat das eine richtige, tiefe Bedeutung. Und herzlich willkommen, liebe Freunde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in der Schweiz und in Österreich. Und in Liechtenstein. Mau, war das ein Fernsehwochenende. Du lieber Gott, am Freitag der, für mich Kanzler, nicht Altkanzler, sondern Kanzler, Dr. Helmut Kohl. Dann Günther Jauch, 12,5 Millionen gestern Abend. Und natürlich nicht zu vergessen, parallel, Christiansen, Erich Böhme, Jörg Haider, Wolfgang Schüssel, Klaus Kinski, Klaus Kinkel, Klaus Kranke, Heinz Kranke. Man wusste ja gar nicht mehr, wohin man zuerst zeppen sollte. Und der neue Superstar für mich persönlich, Ralf der Schal Giordano. Sehr großartig, haben Sie gesehen, oder? Bei Erich Böhme. Plötzlich, er ging vor Ende der Show. Bei Elvis hieß das, Ladies and Gentlemen, the King has left the building. Bei Elvis. Bei Giordano, ich war irritiert. Weil wenn ein Mann in diesem Alter aufsteht, weiß man nie, moralischer Protest oder Blasenschwäche. Das war immer übrigens. Immer mehr Deutsche müssen in einer Talkshow bis zu dreimal raus. Das ist inzwischen so. Und dann diese neueste News, die CDU ist jetzt ein bisschen ins Hintertreffen geraten durch den Haider-Hype. Denn wir haben heute in der Taz, meine Damen und Herren, Seite 3, eine Seite lang Haider Festival. Und er ist der Einzige, der gut wegkommt. Ja? Ich meine, wir haben doch unseren eigenen Skandal mit der CDU. Nicht vergessen, da kommt noch vieles. Das Neueste vom Ex-Bevollmächtigen Lütje. Wir müssen jetzt schon ein bisschen nach hinten ins Personal gehen. Schatzmeister Leisler Kiep soll in einem Schweizer Hotel die Millionen unter der Bettdecke versteckt haben. Das heißt, Walter Leisler Kiep ist der einzige männliche Hotelgast, bei dem die Wölbung unter der Decke nicht vom Hotel-TV kommt. Es ist die Knete! Und einen neuen Superstar, den wir bisher lange vernachlässigt haben, Freimut Duwe. Auch bei Böhme gesehen. Großer Gigant. Großer Gigant. Wurde von der SPD nach Wien geschickt. Das ist nicht so weit weg wie Bodo Hombach. Ja? Aber er hat jede Gelegenheit benutzt, der Kiste ein bisschen die Luft rauszulassen. Ich erkläre Ihnen gleich mal, warum Österreich kein kleines Land ist. Uff. Wow. Aber hallo. Ja? Ich möchte mich jetzt beim Kabarett-Workshop bewerben mit dem Satz, also an der Sache, dass Leisler Kiep im Hotel das Geld unter der Decke versteckt hat, da stellt man fest, die CDU steckt doch alle unter einer Decke. Ja. Bitte? Oh, das ist neu, meine Damen und Herren. Unsere Kollegen von NTV können jetzt mit einem Spezialsatelliten in fremde Sender reinschalten, auch bei uns. Wir unterbrechen kurz. Meine Damen und Herren, wir unterbrechen für eine Eilmeldung. Ulrich Wickert hat eine neue Freundin. Es handelt sich um die 25-jährige BWL-Studentin Yvonne Braske. Das Paar hatte sich gestern bei einer Weinprobe kennengelernt und will morgen heiraten. Vielen Dank, NTV. Wieder mal hat es NTV zuerst. Wir haben heute Abend großartige Gäste, beide aus Deutschland und ich glaube auch beide aus dem Osten. Besser kann man es nicht mehr treffen in einer deutschen Talkshow nach diesem großartigen, aufreibenden Wochenende. Mein erster Gast ist eine junge, strahlend schöne Mutter und selbstverständlich ist sie Bestseller-Autorin. Sie schreibt jährlich bis zu 2 Bestseller und der aktuelle Bestseller heißt Ich bin's.
Und wer sie ist, das werden Sie gleich sehen. Es ist Alexa Hennig von Lange. Und mein zweiter Gast. Mein zweiter Gast gehört zum Team einer der erfolgreichsten Fernsehserien Europas, der Alte. Sie wissen, der Alte hat zwei Assistenten mehr als Derek und er ist einer davon und er schafft es in dieser kleinen Rolle immer wieder auf sich aufmerksam zu machen. Und wann immer er eine freie Gelegenheit hat, dann macht er eigene Filme. Er hat einen neuen Film jetzt produziert, er hat ihn geschrieben, er spielt Regie. Er führt Regie, er spielt die Hauptrolle, er sitzt, glaube ich, abends an der Kasse. Er hat alles selber gemacht. Der Film läuft jetzt im Rahmen der Berlinale und heißt Zurück auf Los. Heute Abend bei uns zu Gast Pierre Sanussi Blitz. Unser Festivalprogramm heute, und ich sage es immer wieder, viel Freude bei uns über die Bewerbungen zum Börsenspiel. Drei Abitursklassen, am Freitag läuft die Bewerbungsfrist ab, haben die Gelegenheit, jeweils 5.000 Mark zu erhalten von uns, um damit an der Börse zu spekulieren und eventuell viel Geld zu verdienen für die Abi-Feier. Und hier ist die Bewerbung heute vom Dienstag. Eine Bewerbung des Montessori-Gymnasiums Köln-Bickendorf. Köln-Bickendorf, nicht mal einen Steinwurf entfernt vom Montessori-Gymnasium residieren Prinz Ernst August von Hannover und Prinzessin Caroline von Monaco in ihrem Feriendomizil Le Lucie. Sie dinieren gerade bei Père Couplet avec du Beurre, da wird die romantische Villa auch schon wieder gestört. Kommt, Jungs. Wacht ihr, meine Lieben. Ich habe noch ein kleines Problem zu lösen. Doch wer den Prinzen kennt, der weiß, dass er sich so etwas nicht bieten lässt. Erschrecken. Am städtischen Montessori-Zentrum greift der Vandalismus um sich. Was ist das? Von der Prügel Prince Press und ich hätte eine Idee, was man machen könnte, und zwar, wie wäre es, einen Lärmschutzwall zu bauen? Die 5.000 Mark werden bestimmt für euch kein Problem sein. Aber wenn ich noch mal was von eurem Abi-Scheiß höre, da komme ich wieder und da gibt's das Zehnfache. Warum werde ich eigentlich gefilmt? Und wir verlassen uns auf dich. Mehr Freiheit. Der Peugeot 306. Sie haben keine Zeit zu verlieren, wenn Sie für 109 Mark nach Mallorca wollen. Heute Nacht buchen, morgen fliegen, super last minute. Nur im Internet unter www.ltour.de. Ltour, nix wie weg. Because of the rauer Klima, haben der Engländer dieses Bonbons erfunden. Mit Berg Salbei, very good for the health.
erfunden? Wer hat's erfunden? Die Schweizer. Und wer genau? Ricola. Ricola mit echtem Bergsalbei. Natürlich aus der Schweiz. Und aus 13 Kräutern. Ricola! Es ist offensichtlich, der Mensch braucht Abwechslung, auch im Job. Randstadt, so arbeitet man heute. Lotus Elise 190, burning up Rome. Mit über 500 Fahrzeugen, ab jetzt im Handel, Gran Turismo 2. Es müsste doch möglich sein, dass alle an Wertpapieren verdienen. Nur, kann und will eine Hausbank eigentlich dabei behilflich sein? Und wenn ja, zu welchem Preis? For the first time, denken Sie mal drüber nach. Direktanlagebank. Fordern Sie das DAB-Sparpaket an. 0180 300 0600. Tom Jones im Duett mit Robbie Williams, Simply Red, den Cardigans und vielen anderen. Reload, das Hit-Album von Tom Jones. Natürlich mit dem Mega-Hit Sex Bomb. Meine Bestimmung. Meine Leidenschaft. Mein schlimmster Albtraum. Mein Rückhalt. Es ist ihre Arbeit. Es ist ihr Leben. Ärzte für das Leben. Fieber. Die neuen Folgen. Ab Donnerstag, 20.15 Uhr in Sat. 1. Neues von Michael Jackson, lange nichts mehr von ihm gehört, sein Co-Produzent hat jetzt zu ihm gesagt, er soll das lassen mit dem Schluchzen, dieses er soll das lassen mit in den Schritt fassen und dieses Fingerschnipsen. Er hat gesagt, Michael Jackson muss sich als Star neu erfinden, der Co-Produzent. Und wir haben uns gefragt, Co-Produzent von was? Von der Musik oder von den Kindern? Lass das, Michael! Und wenn Sie sich wundern, warum macht er das immer, dies in den Schritt fassen? Er fasst hin, um zu gewissern... Ja, ich bin wirklich nicht Celine Dion. Kann man das hören? Kann man das zu Hause hören, meine Damen und Herren? Auch in Österreich? Ja. Bei Michael Jackson weiß man nämlich, sind das die schnipsenden Finger oder platzt wieder eine OP-Narbe? Neues! Neues, meine Damen und Herren, aus einem befreundeten Staat, der keine Sanktionen von der EU zu befürchten braucht, denn dort ist alles in Butter. Neues aus China. Von unseren Freunden aus dem Reich der Mitte. Im Grunde auch Europäer, kann man sagen, ist nicht geografisch, aber vom Kopf her, sage ich jetzt mal. Und Chinesen, man glaubt es kaum, begeistert von Döner, die erste Dönerbude in China eröffnet, denn die Chinesen glauben, Döner wäre eine deutsche Spezialität. Ja. Ich glaube, geht los oder was? Döner, eine deutsche Spezialität. Döner, oder wie es auf der chinesischen Speisekarte heißt, null Kostbarkeiten. Döner. Aber ihr habt recht, Chinesen. Es freut uns, dass ihr, liebe Chinesen, liebe Freunde, liebe chinesische Freunde, die deutsche Spezialität Döner so gern mögt. Sicher mögt ihr auch unsere andere große deutsche Spezialität, Sushi. Was? Bitte? Entschuldigung, Neues aus dem News Center.
Meine Damen und Herren, wie wir soeben erfahren haben, hat Yvonne Bratzke sich soeben von Ulrich Wickert getrennt. Die enttäuschte BWL-Studentin wörtlich beim besten Willen. Aber Ullis öde Frankreichsgeschichten hält keine Sau aus. Der beliebte Tagesthemen-Moderator war während einer Weinprobe von der Trennungsnachricht überrascht worden. Vielen Dank. Hände vor. Ich bin immer wieder. Darf ich das sagen? Haben wir die Zeit? Haben wir die Zeit? Ja, wir haben die Zeit. Heinz Giordano, der Zeitnehmer bei uns, hat mir ein Zeichen gegeben, wir haben die Zeit. Ich darf etwas Privates sagen. Ich bin froh und glücklich, dass wir in diesen schwierigen Zeiten an dieser Stelle, and as a free man, I'd like to say, ich bin ein Österreicher, dass ich an dieser Stelle sagen darf, wir sind die Sendung, die mit dummen Klischees aufräumt. Das dümmste Klischee ist doch zum Beispiel, Ärzte sind stinkreich und nageln alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ja, das hört man immer wieder. Wirklich wahr. Wirklich wahr. Jeden Tag. Jetzt hat die Zeitschrift Fortschritte der Medizin. So ein dickes Heft ist das jede Woche. Fortschritte der Medizin, ja, hat herausgefunden, dieser Stress, dem unsere Ärzte ausgesetzt sind. Und dieses Einfühlen in die Patientenschicksale haut ihnen ganz böse auf die Libido. Das heißt, Ärzte haben kaum noch Lust auf Sex. Immer wieder hört man Frauen nach dem One-Night-Stand heulen, du hast mich belogen. Du bist gar kein Buchhalter, du bist Arzt. Es ist wirklich sehr schlimm. Die Lustlosigkeit, die sexuelle Lustlosigkeit bei Ärzten ist so schlimm, viele Gynäkologen sehen die Frauen nur noch als Patientin. Aber ich muss eins sagen, wenn Ärzte keine Lust mehr haben auf Sex, das ist eure Chance, liebe Schmuddelzivis! Darf man im deutschen Fernsehen, in einer europäischen Nation, Zivildienstleister als Schmuddel bezeichnen? Man darf. Ich darf, denn ich war auch Zivildienstleister, aber ich war nie schmuddelig. Ich habe den ganzen Tag geduscht, denn ich hatte nichts zu arbeiten. Auf dem Fahrbüro. Nichts. Ich habe draußen die Schüsse gehört vom Bund, ich. Ist da hinten gerade Ralf Giordano vorbeigegangen? Und wie man das, ich sehe ihn jetzt dauernd irgendwo rausgehen. Ich sehe ihn auch wo rausgehen, wo er gar nicht reingekommen ist. Bitte? Oh, Entschuldigung, Berlin. Meine Damen und Herren, Ulrich Wickert hat eine frische Freundin. Es handelt sich um die 19-jährige Winzerstochter Beate Dumpf aus Boppard. Laut Agenturberichten kam sich das Paar auf einer Weinprobe näher. Die Hochzeit findet voraussichtlich morgen statt. Es war ein sensationelles. Und ich weiß gar nicht, meine Damen und Herren, ob Sie wussten, dass ich ursprünglich bei RTL Wer wird Millionär moderieren sollte, statt Günther Jauch. Und ich werde Ihnen nachher zeigen, ja, warum das gescheitert ist. Sie können mich ärgern, wirklich. 12,5 Millionen Zuschauer für unseren lieben Freund Günther gestern. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen Freitagabend ging. Ich saß zu Hause, habe getappt. Ja, Talkshows, Hilfe, ich liebe meine Frau, aua, mein Pudel will nicht mehr arbeiten gehen, was tun, wenn man nachts schlafen muss und so. Und plötzlich komme ich zurück zur guten alten ARD und ich sehe in so einem Kasten meinen Kanzler. Ist mir wurscht, ja, wen das deutsche Volk gewählt hat, was sollen Wahlen in diesen Zeiten? Oder halt nur auf und machen das Ausland stutzig? Nein, ja, für mich heißt der Kanzler Dr. Helmut Kohl und ich sehe ihn eingesperrt in so einem Kasten, damit er nicht rauskommt, in der ARD. Und ich höre ihm,
Also hören Sie doch mal auf, Herr Deppendorf. Ja, also wer mich kennt, der war, also Herr Deppendorf, ich sag, wenn sowas passiert wäre, dann wäre ich doch senkrecht durch die Decke gegangen. Er tobt in diesem Kasten und dann sehe ich auf der anderen Seite einen unserer härtesten und schärfsten Journalisten, Ulrich Uli Deppendorf, den Powerchef des ARD-Studios von Berlin. Und er hat Dr. Kohl knallhart interviewt. Nicht so hart, wie Haider am Sonntag angenommen wurde, aber ganz schön hart. Er sagte zum Beispiel, Herr Dr. Kohl, also hören Sie doch auf. Es ist doch einfach absurd. In 25 Jahren, Herr Deppendorf. Und dann war wieder Uli Deppendorf zu sehen. Und dann habe ich etwas gesehen, wo ich gemerkt habe, knallharter Journalist, wird kaum nervös, nur hier ein bisschen. Ganz leicht, so hier. So am Kinn. Ja, weil, nur ein bisschen, ja. Weil man weiß das, in solchen Sätzen, da sitzt hinten die Redaktion und die Chefs und es stehen noch Techniker in der zweiten Reihe im Regieraum, gucken sie da, sag mal leise, Deppendorf nimmt gerade Kohle auseinander. Ja. Herr Dr. Kohl, es ist doch nur, aber hör doch mal auf, Herr Deppendorf. Und habe ich gesehen, hier ein bisschen hat er geschwitzt und das ist irgendwie ein Zeichen, wo ich sage, wenn man hier ein bisschen schwitzt, ist man sehr nervös. Ja, wenn sie so aussehen, ja, dann trinken sie einfach zu viel oder sie nehmen die falschen Tabletten oder sie haben zu enges Hemd oder so. Aber wenn sie hier nur ein bisschen. So, hören Sie doch mal auf, Herr Deppendorf, das ist doch was bisschen einfach unerträglich. Ja. Und dann habe ich gesehen, Deppendorf, zittert er, Herr Kohl? Nein, er zittert nicht, man hat ihm, glaube ich, den Tisch auf die Hände gestellt. Ja, aber ich habe es gesehen, Hemd durchgeschwitzt. Habe ich lange nicht mehr gesehen. Hatte nicht mal Berti Vogts in Mexiko. Ja. Hemd durchgeschwitzt, Kinn und Hände so. Ich muss sagen, unsere Journalisten leisten Großes. An dieser Stelle, Uli Deppendorf, Glückwunsch. Schönes Abend. Haben mich schon. Guck mal, du bist ein Anteil, immer drin. Bitte, Berlin! Meine Damen und Herren, die 19-jährige Winzerstochter Beate Dumpf hat aufgegeben. Nach mehrstündiger Beziehung sah sie sich zur Trennung von Tagesthemen-Moderator Wickert gezwungen. Dumpf wörtlich, Ulis öde Frankreich-Schoten hält keine Sau aus. Sobald es Neues gibt, melden wir uns natürlich. Danke für. Vielen Dank. Und ja, wollen wir sehen. Ich muss jetzt mal gerade die Brille sauber machen. Zeig mal bitte, wie nass meine Brille ist. Zeig es, ja. Ich hätte das jetzt, wir zeigen jetzt gleich einen kleinen Film. Sensationell, wie spannend es war, wenn man gezappt hat am Sonntag zwischen Giordano und Erich Böhme und Duwe und Haider und Christiansen. Und ich hätte mir in diesem Film die Brille putzen können. Nein, ich mache es vor der Kamera. Wissen Sie warum? Mitleid. Ich finde, es hat was Armseliges, oder? Immer so zu Beginn der Show die Klappe aufreißen und auf dem Schal von Ralf Giordano rumhacken. Und dann ist es irgendwie so, es wird menschlich. Wer in Zukunft in Talkshows, wir nehmen mir eine aufsteht und geht, einfach die Brille putzen, um die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Ist da einer gegangen? Ich habe es nur gehört. Oh. Oh. Talkshows. Ich sage es nochmal, es war der große, knallharte Polizeisonntag bei NTV, bei Erich Böhme, Jörg Haider, bei Sabine Christiansen, Wolfgang Schüssel, der österreichische Kanzler. Und man saß als kritischer, begeisterter Demokrat und Zuschauer zu Hause und hat hin und her gezippt. Und dabei fiel uns einiges auf. Endlich Weiber! So, Frau Christiansen, lautete unsere Forderung an Ihre Talkrunde beim letzten Mal. Und Sie haben unsere Gebete erhört. Haben Sie uns nicht, Heidi Klum, Letizia Kaster,
oder gar Roller Girl. Dafür aber Kerstin Müller, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Ja, okay, immerhin eine Frau. Übrigens findet auch die Müller Jörg Haider voll ätzend. Haider ist ein wandelndes Chamäleon, das wissen wir alle. Moment mal, stimmt das denn überhaupt? Ein Chamäleon ist eine baumbewohnende Eidechse mit herausschnellbarer Klebezunge. Bei Erregung neigt es zum Farbwechsel. Und trifft dies alles auch auf Haider zu? Ja, richtig. Damit mal zu Ihnen, Herr Böhme. Sie hatten am Sonntag das derzeit gefährlichste Kleinreptil Mitteleuropas zu Gast. Zum Glück standen Ihnen diese drei Titanen des Geistes zur Seite, die Haider eindrucksvoll Paroli bieten konnten. Freimut Duwe, Michael Gloß und Ralf Giordano, bekannt als einer der unbequemsten Mahner, Warner und Finger in die Wundeleger dieser Republik. Also, ich will jetzt mal meine Definition von Haider, möchte ich gern gehen, nach langem Überlegen, wie alles bei mir eine lange Inkubationszeit haben muss. Ja, gerne doch. Vorher aber noch zwei Fragen, Herr Giordano. Erstens, wo haben Sie eigentlich diesen total schicken Schal her, den Sie so liebevoll über Ihre Brust drapiert haben? Ah ja, doch gar nicht. Runtergesetzt von 39,95 auf 12,95. Das ist aber echt günstig. Zweitens, diese kunstvoll gedengelte Space-Frisur. Wie kriegt man die eigentlich hin? Achso, verstehe. Das ist ein runtergeföhnter Werner Lorenz. Rappenscharf, Herr Giordano. Immer tipptopp gestylt. So macht Querdenken Laune. Wie gesagt, das war der Sonntagabend. Da hatten wir ja schon Günther Jauch hinter uns mit fast 10 Millionen Zuschauern. Aber der Rekordtag, das war der Montag mit 12,5 Millionen Zuschauern, als die Juristin nicht wusste, wie nennt der Arzt den Hexenschuss? Sepsis oder Lumbago? Sepsis oder Lumbago. Falls Sie jetzt skeptisch werden und sagen, wo ist denn mein K? Die Lösung gleich nach der Werbung. Gleich geht's weiter mit Tiefers Bierfilm und der Königliche Pilsener. Glanz ist hier selbstverständlich. Aber zu Hause brauche ich dafür Reiniger und extra Klarspüler. Umständlich. Das ist jetzt viel einfacher. Mit Somat 2 in 1, die Neuheit. Da ist der Klarspüler im Reinigertab schon eingebaut. Einfach und glänzend. Neu Somat 2 in 1 mit eingebautem Klarspüler. So einfach, so glänzend. Neu von Unox. 1001 Soße. Pasta einfach in heißes Wasser geben, aufkochen, kurz umrühren und fertig ist eine wunderbar cremige Soße. Unox 1001 Soße. Die Basis für feine Soßen. Oh, wie schlecht geht es Menschen mit Schuppen. Sie fühlen sich unwohl, einsam und so allein. Terzolin, die Anti-Schuppenkur, reguliert medizinisch Mikroorganismen, die Hauptursache von Schuppen. Nur zweimal die Woche anwenden und nach einem Monat können Sie Ihre Schuppen für lange Zeit vergessen. Terzolin, die Schuppenmedizin. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Meinst du, wir schaffen es noch? Na klar. Der neue Smart CDI. Nur 3,4 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Halten Sie nur, wenn Sie müssen. Wrigley's Extra, der Extra-Schutz vor Karies. Fast alles, was man isst, enthält Kohlenhydrate. Werden diese im Mund zersetzt, entstehen gefährliche Säuren, die den Zahnschmelz angreifen und Karies verursachen können. Kauen Sie deshalb nach jedem Essen Wrigley's Extra. Er stoppt den Säureangriff und härtet den Zahnschmelz. Klinische Tests zeigen es. Wer Wrigley's Extra kaut, bekommt weniger Karies. Wrigley's Extra, der Extra-Schutz vor Karies. Fragen Sie Ihren Zahnarzt. Was machen Sie denn hier? Na verdammt günstig mobil telefonieren.
Aber nicht auf dem Mond. Neu. Ab 3 Pfennig für 10 Sekunden Mobiltelefonieren mit der City-Option. Das ganze Wochenende und jetzt auch werktags rund um die Uhr. Anscheinend kannte der die City-Option von TD1 noch nicht. Der lebt wohl hinter Mond. TD1. Zukunft wird aus Ideen gemacht. Ihr wollt also Action sehen? Unbedingt. Der Golfkrieg ist vorbei. Und 3 Soldaten machen sich auf die Suche nach Saddams Goldschatz. George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube. 3 Kings. Im Kino. Na, mein Lieber, gibt's was Neues? Nö, nichts. Nein? Nö. Okay. Wirklich? Bei Citroën gibt's jetzt die neuen Citroën Krono Sondermodelle. Den schicken Saxo Krono schon für 17.990 Mark. Da wär gerade noch mal Glück gehabt. Dreamverse. Einzigartig und brandaktuell. Jetzt neu. Dream Dance Volume 15. 38 gigantische Trance Highlights. Dream Dance Volume 15. Eine Klasse für dich. Mobile.de. Ihr Automarkt im Internet. Hier können Sie Ihr Auto kostenlos anbieten und kostenlos suchen. www.mobile.de. Damit Farben länger leuchten, jetzt ganz neu. Sonil Color Tablets. Die mit dem Netz. Mundschule ist zurück. Diese Woche. Hast du mal Feuer? Kann jemand ins Auge pissen, das brennt auf. Im Sat.1 Hit-Tipp. Mundschule Lux, das brandneue Album, natürlich mit Dragan und Alde. Die Dragan, alles gelauncht, du Bewas. Was meinst du, alles gelauncht? Geh mal so ein Doktor, Alde. Der Sat.1 Hit-Tipp. Ultra Kohle! Mit Comedy ins Wochenende. Anke, die Comedy-Serie. Alle sprechen von der Liebe. Nur bei Anke hängt der Haussegen schief. Was stört dich? Bei Videos, mein Hühnchen? Du! Oh. Ich kann das erklären. Und danach Hausmeister Krause. Ja, toll, ja. Das ist die nächste Liebe. Mit Comedy ins Wochenende. Unser Freitagabend in Sat.1. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in der Lumbago-Halle von Sat.1, dem einzig antiseptischen Studio im freien Teil von Europa. Und ich habe mich wirklich gesagt, bei jeder Folge davor, ich habe alles gewusst. Jeden Tag hätte ich 1 Million gewonnen. Ja, meine Joker hätte ich verschenken können. Bitte, wer es braucht. Ja, nimm den Joker. 50-50, nimm ihn. In der Familie war ich schon unbeliebt. Also die Frage, geistiger Diebstahl, Plagiat! Habe ich gleich geschrien. Noch bevor die 4 Auswahlmöglichkeiten kamen. Was soll man machen, wenn man alles weiß? Das heißt, davor habe ich mich so geärgert. Ich sagte, ja, ich hätte diese Show doch auch moderieren sollen. RTL hat, man hat mir die österreichische Staatsbürgerschaft angeboten. Man hat mir 10 Millionen im Koffer angeboten. Man hat mir ein Auto unter die Bettdecke schieben wollen. Alles hätte mir RTL gegeben und dann hat es doch nicht geklappt. Und ich weiß bis heute nicht, warum, denn eigentlich war ich auf dem richtigen Weg. Wer wird Millionär? 200 Mark, Frau Gudrun Lapke-Schulz. Wann ist es soweit mit dem Baby? 21. Februar ist der Geburtstermin. Und wissen Sie schon, ob Junge oder Mädchen? Ja, ein Junge. Hat der Ultraschall gezeigt. Aha, da kann man ja nie so ganz sicher sein, ob das da wirklich das Bestimmte ist oder die Nabelschnur, was man da sieht. Ja, aber doch, mir war immer viel schlecht am Anfang. Ah, ja. Und da sagt man ja dann, wird es ein Junge. Gut, also, 200 Mark für Sie jetzt. Wie hieß der bedeutendste deutsche Chirurg des 20. Jahrhunderts? A. Sauer Magen, B. Sauer Ampfer, C. Sauer Bruch oder D. Sauer Wurm. Oh, das sagt mir ja jetzt gar nichts. Hm. Oh, Sauer Ampfer,
kommt mir bekannt vor. Tut ihm das weh? Oh, ja, ja, strampelt halt. Vielleicht A oder B, das würde mir ja noch... Ich bin mir da so unsicher. Ich würde, glaube ich, gerne meinen ersten Joker setzen. Bei 200 Mark schon. Welchen Joker denn? Ich weiß nicht. Vielleicht 50-50? Gut, zwei falsche Antworten werden weggedrückt. Das sind A und B, sauer Magen, sauer Ampfer. Wer war der Chirurg? Sie müssen jetzt wählen zwischen Sauerbruch und Sauerwurm. Oh, ich weiß nicht. Das sagt mir gar nichts. Ich hatte ja auf A oder B gehofft, aber... Dann haben wir noch einen Joker. Zwei. Ja. Dann würde ich vielleicht gern wen anrufen. Wen? Ich weiß nicht. Bist du scheiße? Was hast du denn für eine Frau hier rein da? Scheißdreck, blöde Schlampe. Denk doch am Arsch. Mein erster Gast ist zurzeit nicht schwanger, meine Damen und Herren. Bitte begrüßen Sie trotzdem sehr, sehr herzlich, denn sie ist eine junge, erfolgreiche Mutter und Schriftstellerin. Und das ist ihr aktuelles Buch, Ich bin's. Herzlich willkommen, Alexa Hennig von Lange. Hallo Alexa, bitteschön. Als du das letzte Mal bei uns warst, da warst du gerade schon kurz vor der Entbindung. Naja, also es hat noch 5 Monate gedauert. Wirklich? Sah ich schon so dick aus? Ja, soweit ich mich erinnern kann, war der Bauch schon ziemlich gut dabei. Ja, das war so. Das wie war die Geburt? Schrecklich. Wirklich? Ja, nie wieder. Ach was, wieso das denn? Es hat wahnsinnig lange gedauert und es hat wahnsinnig wehgetan. Ja? Mhm. Wie lange hat es gedauert? Also 12 Stunden war ich im Kreissaal und dann hatte ich aber noch 2 Nächte und 2 Tage davor Wehen. Und mein Freund hat eigentlich die ganze Zeit geschlafen. Ja, der wollte ja dabei sein bei der Geburt. Ja, der war auch dabei. Der hat eigentlich auch toll gemacht, aber als es so richtig schlimm wurde, also nachts, da hat er erstmal ein kleines Schläfchen getan, um sich vorzubereiten. Aber und du hast dich nicht betäuben lassen? Ich wollte, aber dann, es ist ja nicht so schön. Also man muss ja, wenn man eine Betäubung haben will, muss ja der Muttermund noch geschlossen sein, ne? Ist das so? Ja. Aha. Also, und dann habe ich gefleht und habe gedacht, also entweder lasse ich mich jetzt erschießen oder ich lasse mir eine PDA setzen. Das ist diese Betäubung hinten in den Rücken. Und dann habe ich gefleht, liebe Delia, so hieß meine Hebamme, danke, habe gesagt, bitte, bitte setz mir eine PDA. Und dann hat sie gesagt, dann gucken wir doch mal, wie weit der Muttermund schon ist. Und dann ist es ja so, in der Wehe fassen die einem dann so zwischen die Beine und auch tiefer. Und dann hat sie den Muttermund geöffnet während einer Wehe mit der Hand und hat gesagt, so, jetzt ist der Muttermund offen, jetzt machen wir keine PDA mehr. Aber dann hat es noch 5 Stunden gedauert, weil die Presswehen eben nicht regelmäßig kommen. Und das ist ja der Satz, mit dem die Hebamme sozusagen der Mutter, der werdende Mutter schon Hoffnung macht. Er sagt, der Muttermund ist offen. Ja. Dann glaubt die Erstgebärende, jetzt ist es gleich soweit. Ja. In Wirklichkeit kann man im Grunde nochmal wegfahren. Aber du scheinst ein verantwortungsvolles Team gehabt zu haben. Ja. Denn wer das nicht so gewissenhaft macht oder sich nicht so genau auskennt, der setzt vielleicht noch eine PDA, obwohl der Muttermund schon geöffnet ist. Absolut. Aber mit dem Wegfahren hast du so insofern recht, mein Freund ist dann nochmal weggefahren, weil ich nämlich... Ich habe
gesagt, er soll mal zur Tankstelle fahren und Happy Hippos kaufen, weil ich hatte plötzlich so einen Appetit auf Happy Hippos und ich habe mir gesagt, ich stehe es nur durch, wenn ich weiß, ich kann nach der Geburt Happy Hippos essen. Nach der Geburt? Ja, dann ist er weggefahren, kam wieder, hat gesagt, hier liegen die Happy Hippos, aber ich war schon so im Rausch, ich habe es gar nicht mehr gehört, ich habe nur gehört, dass die Hebamme irgendwas zu ihm gesagt hat, Zigarette oder so. Und dann ist die Hebamme rausgegangen und ich dachte, sie hätte sich jetzt von ihm eine Zigarette ausgeliehen und wäre erst mal rauchen gegangen, weil es so lange war. Aber immerhin, Happy Hippos, ich meine, es wäre ja auch, du hättest nach der Entbindung gegessen, ja? Ja, ich habe es nach der Entbindung. Ja, eine Möglichkeit so zu machen, dass man sozusagen so presst, dass die Happy Hippos in der Luft gehalten werden. Ha! Ah! Ah! Durch den Luftstrom. Nee, ich musste schreien. Hinterher haben die Leute, also das war ein Geburtshaus angebunden an ein Klinikkomplex. Ja. Und in dem Klinikkomplex war auch die Mutter-Kind-Station, also ein paar Häuser weiter. Und ich lag im Geburtshaus. Und hinterher haben die Leute in der Mutter-Kind-Station meinen Freund gefragt, ob seine Freundin so laut geschrien hat. Also die haben es wirklich über das ganze Gelände gehört und es war entsetzlich. Also ich konnte kein Happy Hippo essen. Und ist es wirklich so, dass du sagst, das war so schmerzhaft, nie mehr ein Kind selbst gebären? Ja, also ich möchte zwar noch Kinder haben, aber nicht mehr selbst. Dann adoptieren. Oder vielleicht... Ja, ich muss mal sehen, wie man das hinkriegt. Also vielleicht in 2 Jahren. Aber es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ja, hast du da. Aber ich meine, 12 Stunden im Kreißsaal ist natürlich lange. Und heute noch, wenn ich meinem Freund Hallo sage und mich so um seinen Hals hänge, sagt er immer noch pressen, pressen, pressen. Und das ist so schrecklich. Ja. Ach so, du hast dich um seinen Hals gehängt, als gepresst. Und an Tücher und an Wände und überall hin. Ja. Also, es ist schwere Geburt gewesen, wie man so sagt. Ach. Aber jetzt die Kleine gesund, eine Tochter? Ja, ist super süß. Ja. Ganz, ganz süß. Wie heißt sie? Mia Luise. Und das ist ja auch, ihr lebt ja richtig auch als Familie zusammen? Ja. Das war nämlich letztes Mal, glaube ich, gar nicht so geplant von dir, als du hier warst, ne, oder? Nee, aber jetzt sind wir zusammen und ist ganz toll. Ja. Ja. Er steht nachts auf? Er steht wirklich nachts auf. Absolut. Er kümmert sich um das Kind? Absolut, das macht er ganz toll. Und das heißt, du bist im Grunde eine so moderne, junge Frau, wie das ja immer gewünscht wird. Ja. Du schreibst weiter, du arbeitest weiter. Mhm. Und arbeitet dein Freund auch oder kümmert er sich ausschließlich um das Kind? Nee, der arbeitet auch. Der hat zum Beispiel die Fotos auf dem Buch gemacht, alle. Die hier drauf. Vielleicht können wir die gerade mal zeigen. Hier sabber ich gerade extrem. Das bist mein du Mund. Das? Ja. Ja. Da habe ich Capri gegessen. Capri. Happy Hippos, Capri. Lassen. Was ist denn aber bevorzugtes Getränk und die Zigaretten? Weil die haben wir noch nicht genannt. Ich rauche ja nicht mehr. Du rauchst nicht mehr? Und ich trinke auch nicht mehr. Nee? Capri ist das Eis, ne? Es gibt aber auch eine Halbinsel oder was, das ist da in Italien, glaube ich. Es ist sogar eine Vollinsel. Oh. Ja, ich glaube. Ach. Da soll es schön sein. Und? Hast du Wer wird Millionär gesehen? Eben. Wie heißt die bekannteste Sehenswürdigkeit von Capri? Die Grotte. Aber welche Farbe hat sie? Blau. Hey, da musste... Da musste bei Günther ja auch der Joker gesetzt werden. Aber ich sehe die ganze Zeit diese Sendung, Wer wird Millionär? Und ich möchte mir nicht selbst auf die Schulter klopfen, aber ich weiß wirklich jede Antwort. Ja, man muss sagen, es gibt gewisse Sachen, also in Spezialgebieten, aber letzten Endes ist es nicht so schwer, was da gefragt wird. Also ich finde, wer da nicht mindestens 500.000 abräumt... Absolut. Und mein Freund sagt immer, woher haben die das ganze Geld? Der wundert sich jedes Mal, wie die so viel Geld rausscheuern können. Ja. Aber ich habe mir immer gut gefallen, wenn einer bei 200 schon 3 Joker gesetzt hat. Oder so. Dann wird's knapp. Ja? Oder wenn einer begründet hat. Das war mein Lieblingskandidat. Hast du ihn auch gesehen? Der Dicke aus dem Sauerland? Nein. Auf die Frage, wer hat das Buch geschrieben zu Zeugin der Anklage, da war noch am Schluss Simenon oder Agatha Christie. Und da wurde er interpretatorisch. Ich würde mal sagen, Agatha Christie ist eher schlicht strukturiert. Aber Simenon, das ist das Psychologische und das ist auch der Film. Leck mir die Füße, das nehme ich. Das war der Mann. Ich saß zu Hause und als ich gehört habe, dass er gesagt hat, ich nehme Agatha Christie, habe ich gemeint, yeah! Ja, weil aber ich wer wusste. Hat denn nun geschrieben? Nein, es war Agatha Christie. Ach so. Ja, aber er hat es immer nur gesagt. Ja, hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt gesagt. Ja, aber er hat es interpretiert, weil es psychologisch und so weiter ist, aber es ist einfach Agatha Christie. Ich finde sowas weiß. Nein, das hätte ich nun mal nicht gewusst. Ja, oder PDA, wofür ist das die Abkürzung? PDA, das ist ja diese Rückenmarksbetäubung. Im Lumbalbereich wird die gesetzt. Und die Juristin hat ja ein Kind, wahrscheinlich ohne Betäubung, oder? Sie war schon bewusstlos, als man ihr in den Lumbalbereich aseptisch punktiert hat. Ah,
Ich kenne Frauen, die haben auch diese PDA bekommen und hatten wahnsinnige Schmerzen, aber haben an den Ohren nichts mehr gespürt. Wirklich? Das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Wirklich. Wirklich. Das ist wirklich wahr. Ärgerlich. Push im Kreißsaal. Push im Kreißsaal. Alexa, ich lese hier mal einen kurzen Abschnitt aus deinem Buch vorbei. Ich bitte darum. Das Buch heißt Ich bin's. Mhm. Und man wird fragen, bist du's wirklich? Mia trägt grundsätzlich keine Unterhosen, weil die sich so hässlich abzeichnen. Nicht mal diese komischen Stringtangas will sie benutzen, weil die in der Porille kneifen. Eigentlich ist mir das egal. Aber manchmal stresst es mich auch. Besonders im Sommer, wenn sie sich wieder in ihre kleinen Kleidchen zwängt und sich ins nächste Café hockt oder einfach nur U-Bahn fährt. Dann macht sie immer einen auf Sharon Stone und ich sage, Mia, ich finde das billig. Und Mia sagt, du bist doch bloß eifersüchtig. Quatsch, sage ich. Das hat wirklich nichts mit Eifersucht zu tun. Ich möchte bloß nicht der Freund von der Tante sein, die jedem die Muschi vor die Nase hält. Mia, dann mach doch Schluss. Absolut korrekt. Fragen da nicht viele. Machst du das auch? Ich habe eine Unterhose an und zwar eine ganz hässliche. Ne, vielleicht sieht man das, sie müsste eigentlich noch ein bisschen grün sein. Ich hatte nämlich mal einen Freund. Ja. War, wieso müsste die grün sein? Ich hatte nämlich mal einen Freund, der hat gesagt, Armigrün steht dir so gut. Ja. Ich habe auf ihn gehört und er hat gesagt, ich habe doch mal deine Unterhosen Armigrün. Ja. Habe ich gemacht, aber wie man sieht, ist es eben nicht mehr wirklich grün, sondern jetzt so fast grau. Also aber, es hat nicht gehalten. Ja, aber und mit dem Freund ist auch Schluss. Ja? Ja, aber immerhin warst du mal so verliebt in ihn, das hat man selten, dass eine Frau dem Freund zuliebe die Unterhose Armigrün färbt. Das ist ja auch gar nicht leicht. Gibt es das als Farbe in der Drogerie? Nee, man muss mischen. Ah. Das war wahrscheinlich der Fehler. Vielleicht als Anregung für Frauen zu Hause. Was sind das für Farben, die man mischen muss? Normales Grün? Ja, Tannengrün war das, ja? Was ich aber nicht so lange habe einweichen lassen, eben mit ein bisschen Grau drin. Aha, Tannengrün mit Grau. Wäre auch vielleicht mal was für meine Haare. Armigrün. Sehr hübsch, sehr hübsch. Ja, man würde dich kaum wiedererkennen. Meinst du? Mhm. Ich weiß es nicht. Das meinst du nicht ernst, oder? Absolut. Wirklich? Ja, aber dann würde ich die Augenbrauen auch noch ein bisschen machen. So wie Maruscha. Da frage ich mich sowieso, warum sie das macht, ehrlich gesagt. Warum Maruscha sich die Augenbrauen färbt? Ja, ich finde es nicht schön. Doch, ich finde es toll. Ich finde, hier steht's. Ja? Mir wird es nicht stehen, aber hier steht's. Es steht keinem. Doch, Maruscha steht's. Gut. Hast du Maruscha mal gesehen in letzter Zeit? Ja? Nee. Hast du auch die Stimme gehört? Es war ich habe mich gerade gefragt, habe ich es mir eingebildet oder nicht? Sei beruhigt, es hat wirklich jemand gesagt. Dein erstes Buch Relax wird jetzt gerade verfilmt, stimmt das? Immer noch, ja. Ja. Wieso? Ist es aber wieso immer noch? Ich war jetzt schon zweimal hier und jedes Mal war von diesem Film geredet und jetzt bin ich das dritte Mal hier und er kommt nächstes Jahr in die Kinos im Februar. Aha, aber man arbeitet dran. Ja, vielleicht. Ja? Und das hier soll auch verfilmt werden? Mein Freund lag gestern neben mir im Bett und hat gesagt, das möchte er gern verfilmen und ja? Hat schon mal die Kameraeinstellungen so durch, ist schon mal durchgegangen, aber das Drehbuch gibt's noch nicht. Och komm, aber wenn ihr die Kameraeinstellungen schon habt, dann würde ich anfangen. Oder? Sehr sympathische Frau. Der eine Freund sagt, färbt dir die Unterhosen, der andere sagt, lass uns das verfilmen. Was hören wir? Oh, das ist dein Kind, das macht dich so entspannt. Absolut. Ja? Alexa, ich sage es nochmal, erschienen bei Rogner und Bernhard, Alexa Hennig von Lange, Ich bin's, ein Roman. Liebe Wer wird Millionär-Kandidaten, ein Roman mit vielen Seiten zwischen zwei Deckeln. Alexa, toi, 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 alles Gute, bis zum nächsten Mal. Danke. Ja, tschüss. Alexa Hennig von Lange, mein Name ist gleich, Pierre Sanussi, Bliss. Gleich geht's weiter. Der Tiefer aus Bierfilm. Und der König im Pilsener. Wer Geburtstag hat, bekommt Geschenke. Wer Geburtstag hat, macht Geschenke. Ford Futura Editionsmodelle. Serienmäßig mit Audiosystem, Klimaanlage und Leichtmetallrädern. Die 6 Ford Futura Editionsmodelle. Ford in Deutschland wird 75. Psst.
Stell dir vor, ich hatte alle Formulare dabei und dieser Typ lässt mich trotzdem 30 Minuten warten. So kann man doch keinen Kunden behandeln. Gut, ich bin kein Topmodel, aber ich... Könntest du aber sein. Aber ich habe trotzdem ein Recht, ordentlich bedient zu werden. Entschuldigung. Ich möchte gern hier einkaufen. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, dieser Typ hat doch tatsächlich keinerlei Angst. Wenn Sie Ihren Service verbessern wollen, denken Sie doch mal ans Internet. Das? Das ist Martini d'Oro. Ich trinke ihn vor dem Essen, nach dem Essen und dazwischen auch. So leicht ist er und schmeckt fantastisch. Robben haben keinen Schnupfen, weil Meerwasser der Nase gut tut. Das neue Marplus Nasenspray. Meerwasser befeuchtet die Nase und das Besondere, Dexpanthenol fördert die Heilung. Marplus, das Meeresbrisen-Balsam-Nasenspray. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Einfach wischen, hygienisch frisch. Feuchte Tücher von Domestos. Bleiben Sie schön, der Renault Megane. Sicherster seiner Klasse. Möchtest du mit mir an den Strand gehen? Hast du eine Freundin? Hier? Sie haben vier Menschen getötet. Möge Gott deine Seele zusehen. Leonardo DiCaprio, The Beach, nur im Kino. Erleben Sie Hightech in der dritten Dimension. Die Braun Oral-B Plug Control 3D. Durch sanftes Pulsieren des Bürstenkopfes wird Plug gelöst und mit Seitwärtsbewegungen entfernt. Damit reinigt sie deutlich besser als eine Handzahnbürste. Die Braun Oral-B Plug Control 3D. Willkommen in dieser dritten Dimension. Ein schöneres Weib als Sie? Seit Welten stehen, hat die allsehende Sonne es nicht gesehen. Start smart. Start web.de. Web.de findet alles, auch Shakespeare. Web.de, die clevere Startseite im Internet. Ein Sommernachttraum. Vom allerersten Tag an begleiten wir unseren Kaffee. Bis hin zum wahren Genuss ist es ein langer Weg. Doch nur durch unsere Liebe und unsere Leidenschaft erwacht der einzigartige Genuss in jeder einzelnen Tasse. Chibo. Mit web.de das Internet erleben. Suchen, mailen, chatten, neueste Nachrichten und mehr. Start smart. Start web.de. Die clevere Startseite im Internet. Es sollten nur ein paar schöne Skitage werden. Wenn man die Berge genießen will, muss man sie auch respektieren. Auf geht's! Doch dann... Er wurde erschossen. Wurde es ein Albtraum. Dieses Schwein bringt uns alle um! Verliert jetzt nicht die Nerven, klar? Welches Spiel spielst du wirklich? Oh mein Gott!
Uwe Tietze und Thomas Heinze. Mörderische Abfahrt. Skitour in den Tod. Heute 20.15 Uhr. In Sat.1. Mein nächster Gast ist seit 3 Jahren Assistent in der ZDF-Verfolgsserie Der Alte und auf der Berlinale. Jetzt in Berlin wird sein erster eigener Film gezeigt. Zurück auf Los. Herzlich willkommen, Pierre Sanussi Bliss. Plakat. Das habe ich dir mitgebracht. Super. Nimm Platz. Plakat zu meinem Film. Das ist das Plakat zum Film. Was zum Gucken. Ja, das zeigen wir gerne. Hier. Sex Sales. Ist das Sex Sales? Ist das ein sogenannter Low-Budget-Film? Nimm Platz bitte. Sieht man ja. Sind immer dieselben Leute auf allen Fotos. Was hat der Film gekostet? 700.000 Mark. Das ist. Ich meine, so wenig ist es auch nicht, oder? Also richtig Low-Budget? Er wäre mindestens 3-mal so teuer gewesen, wenn die Schauspieler die Gagen verlangt hätten, die ihnen zustehen. Da aber alle unentgeltlich gearbeitet haben, also inklusive Doris Dörri und Michael Ann und wen ich alles dabei habe, ja. War das mit 700.000. Das ist ja dann aber doch sehr nett von den Kollegen, ja, wenn die das da machen. Ja, durchaus. Ist es richtig, du spielst in diesem Film einen HIV-positiven homosexuellen Schwarzen aus den neuen Ländern? Ja, den Schwarzen spiele ich nicht. Aber da, ist das fehlt da nicht was? Also ich meine, ist das nicht ein bisschen viel auf einmal reingepackt in eine Figur? Ich weiß nicht, also ich habe das eigentlich so weggespielt. Ich glaube nicht, dass das zu viel ist. Und ich meine, es gibt Schlimmeres, was man spielen kann. Zum Beispiel? Zum Beispiel in irgendwelchen Kinoflops, nackt irgendwelchen Mädchen die Füße zu lecken, die feuchten. Hey! Hey! Oh! Risiko! Risiko! Die Pflanzenbefeuchte hat uns auch eine große Rolle gespielt. Wofür? Weil ich immer rumrannte. Wir haben den Film ja im Sommer gedreht und ich bin immer rumgerannt und habe mehr Schweiß gerufen und mein Maskenbildner Edgar rief immer: Mein Gott, da hättet ihr auch gleich die Freiwillige Feuerwehr engagieren können. Ja, aber Schweiß? Das weiß ich, muss immer im Film besonders extrem aufgetragen werden, weil es sonst auf der großen Leinwand, in den großen Kinos, wo hat dein Film Premiere auf der Berliner? Er hat in dem größten Berliner Kinopremiere im Kino International, in der Schillingstraße am 16.02. 17 Uhr im Rahmen der Berlinale. Der läuft am 17., 18. und 19. noch in den anderen Kinos, CineStar und Cinemax. Ja. 700.000 Mark, hast du das selber finanziert oder über Bankkredite? Wie kriegt man so viel Geld? Das hat ZDF gemacht. Aha. Gute alte ZDF fand dieses Buch toll und hat den Film. Das Buch ist auch von dir selbstverständlich? Mhm, na klar. Ja, wieso, na klar? Ich meine, viele sagen ja, Junge, lass doch da mal ein bisschen Regie, Produktion, Buch, Hauptrolle. Ist das nicht sehr viel auf einmal? Die Regie wollte ich eigentlich ursprünglich nicht führen. Das wollte Doris machen, die Dörrie. Ja. Aber das ZDF sagte, nö, die wollen wir nicht. Wir wollen irgendeinem Nachwuchstalent die Chance geben. Und da habe ich mir dann vorgestellt, also ich spiele die Hauptrolle, ich habe das Buch geschrieben, habe eigentlich eine ziemlich klare Vorstellung. Und wenn jetzt so ein junger Künstler kommt und seine Regieambitionen mit da reinpacken will, dann mache ich es doch lieber selber. Ja, mach doch mal vor, wie der spricht. Wieso? Ich möchte sehen, ob du dann auch in so eine schwule Ecke stellst. Nein, das hätte ich jetzt... Hättest du nicht gemacht. So wie der Maskenbildner. Ja, der sprach wirklich so. Also es war noch untertrieben von mir. Ich wollte ihn jetzt nicht irgendwie... Aber er war gut als Kollege. Ja. Ja? Auch die Gage zurückgestellt? Der Spalt floss in Strömen. Ja. Ich glaube, er hat dann auch verzichtet. Wie viele Drehtage hattet ihr? 20. Das ist schon ziemlich viel. Ja, das ging. Also ich meine, für einen abendfüllenden Film, der ist 100 Minuten lang, ist das... Normale so viel nicht. Und ja, wir haben, also es war einfach mit viel Goodwill von allen, die da mitmachten, dass wir das da so wunderbar durchziehen konnten. Jetzt schauen wir uns einen Ausschnitt an und zwar, man muss da eigentlich gar nicht viel vorab erklären, sondern die Szene erklärt sich aus sich selbst. Hat ich weiß nicht, doch, ist, du kennst nicht? Du wirst überrascht sein, ein Ausschnitt aus deinem Film Zurück auf Los. Ja. Oh, Uschi, schön, dass du anrufst. Ja, woher weißt du, dass ich in München bin?
Herr Bastl, alles in Ordnung, ja klar. Ich düse von deinem Geld und mit meinem Demo-Tape durch die Gegend und versuche irgendjemand aufzutreiben, aber bis jetzt hat noch keiner angebissen. Die haben irgendwie Probleme mit der Schublade, ja. Nee, ich warte noch auf den Anruf von so einer Sekretärentusse und ansonsten fliege ich morgen mit der Mittagsmaschine zurück. Nee, ich war nicht beim Zahnarzt. Weißt du, was das ist, Liebes? Das ist die Vitamin-Gesichtsmaske, die du mir empfohlen hast. Ja, ganz toll. Ich mich wie eingemauert. Hat dir das geholfen, dass du im Alten mit so einem Ensemble gehörst, bei der Finanzierung durch das ZDF? Ich denke mal schon. Aber andererseits ist dieses Buch und dieser Stoff so weit vom Alten entfernt und von allem, was ich da bisher gespielt habe. Ich glaube, die haben beim ZDF inzwischen, was so Abteilung Kleines Fernsehspiel und so weiter ist, ganz richtig gute Regisseure, die auch Drehbücher lesen können und die sich auch vorstellen können, was draus wird und denen es erstmal egal ist, die nicht von vornherein entscheiden, das will das Publikum sehen oder das will das Publikum nicht sehen. Und sie haben sich darauf eingelassen. Und insofern, ich glaube auch nicht, dass der Redakteur, der das für mich beim ZDF durchgeboxt hat, unbedingt Fan vom Alten ist. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das geht? So? Das geht. Zumal der Alte auch mit dem Film, ich sag mal, der Alte ist jetzt nicht die Zielgruppe, die den Alten guckt, sind bestimmt nicht die Leute, die ich mit diesem Film erreichen werde, weil die sicher, wenn sie den Film sehen würden, reihenweise an Herzinfarkt sterben würden. Und denke ich mal. So hart? Mhm. Die musst du aber auch haben, um einen richtigen Knaller zu landen. Na ja, mal schauen. In der Größenordnung. Ja. Sonnenallee. 2 Millionen. Lola Rent. 3 Millionen. Ja. Fördermittel gekriegt für den Film auch noch? Nein, alles ohne Förderung. Die 700.000, das war's. Die 700.000, das nochmal, 17. Februar? Am 16. Am 16. um 17 Uhr. Am 17., am 18. und am 19. Und wenn man nicht bei der Berlinale ist, kann man den sonst noch wo sehen in Deutschland? Man kann eine Menge drüber lesen erstmal unter www.zurückauflos.de im Internet, auf der Homepage, die wir gemacht haben. Und wir versuchen auf der Berlinale einen Verleiher zu finden, weil wir noch keinen haben. Es war ja nicht als Kinofilm geplant, sondern eben fürs kleine Fernsehspiel im ZDF. Wenn wir keinen Verleiher finden, dann wird halt im ZDF gezeigt. Das wird dann irgendwann vor dem Sommer sein, denke ich. Bin ich auch nicht traurig drüber. Ich habe mir meinen Traum erfüllt. Ich sehe, es geht in Deutschland. Selbst hier kann man sowas machen noch. Und ja, damit bin ich dann absolut zufrieden. Toi, toi, toi. Und wir werden die Zahlen aufmerksam verfolgen. Okay. Und viel Erfolg. Ja? Pierre, schön, dass du bist, meine Damen und Herren. Morgen Abend, Götze Alsmann, Rezzo Schlauch und Comedy mit Kaya Jana. Großartige Besetzung morgen Abend. Schönen Dank. Gute Nacht, bis morgen. Tschüss. Hasmische wurde interpretiert. Zum Kiefer aus Bierfilm. Und der König Pilsener.